So, mit dieser Lampe können wir doch jetzt bestimmt ein bisschen Schindluder treiben, oder? Erstmal würde ich sagen, lassen wir den Geist da drüben verschwinden. Damit wir hier rantreten können an das Bett. Auch wenn uns das nicht viel zu bringen scheint. Oh nee, ich wollte es nicht wieder ziehen. Du solltest das schon lassen. Okay, ich dachte vielleicht, dass wir irgendwas mit der Leiche machen könnten, aber nicht so. Die Leiche war nicht zu erkennen, ihr Anblick kaum zu ertragen. Okay, dann würde ich sagen, richten wir es erstmal hierauf aus. Um den Schrank zur Seite zu schieben. Und danach werden wir nebenan nochmal reingehen, denn auf dem Tisch war ja auch noch was. Ja, dann nehmen wir das Streichholz mal weg. Schön mit der Leiche noch hier nebenan. Okay. Tür auf. Verschlossen. Dieses Zimmer wollte mich nicht freigeben. Na super. So, dann schauen wir mal. Steckt das Kreuz in der Leiche drin? Nett. Okay, ich frage mich gerade, habe ich das da eigentlich gelesen? Ich weiß es nicht genau. Ah, hier ist dieser Vorhang im Weg, ne? Na, wir machen es mal so. Vielleicht hilft uns das schon. So, ne, das Tagebuch, das hatten wir schon. Wo war denn diese Kiste? Die war doch hier irgendwo. Ich glaube, ich muss nochmal ein Streichholz anwerfen. Ach, hier drüben. Oh Gott. Aber so weit kann ich doch gar nicht rüber leuchten, oder? Das wird schwierig zumindest. Oh, was? Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die dort im Schaukelstuhl sitzt. Das war gemein. Die sind schon manchmal ganz schön fies damit, wie sie die platziert haben. Okay. Dann müssen wir uns jetzt wahrscheinlich hier nochmal den Raum anschauen komplett. Aber wir müssen uns ja zumindest die Schriftstücke nicht nochmal durchlesen. Das ist ja schon mal was. So, hier war zu, ne? Ja. Gut. Dann lass mal direkt rübergehen und die Lampe einstöpseln. Na, magst du wohl... Magst du mal hier in die Richtung gehen? Dankeschön. So, wir müssen halt bloß aufpassen mit ihr hier drüben. Deswegen immer schön einen großen Bogen um dieses Bett machen. Oh, komm schon, ich war doch weit genug weg. Da springt sie mich an aus dem Bett raus. Dieses agile kleine Miststück. Okay, also sollten wir... Was war das denn? Also sollten wir noch ein Stück vorsichtiger sein. Gut, also ganz nah an der Wand halten. Ich bin gespannt. Wir sind ja wirklich gefangen in dem Raum, ne? Wir kommen ja nicht mehr raus. So, diesmal wirklich richtig schön an der Wand lang wieder. Okay. Und dann werde ich zuallererst mal aufs Bett zielen. Lass mich in Ruhe, Alte. Lass mich in Ruhe. Ich leuchte dich weg. Hier, verschwinde. Fort mit dir. Gut. Dann werde ich zunächst mal wieder den Schrank zur Seite schieben. Wir werden die Tür schon noch aufkriegen, denke ich. Und dann wollen wir noch mal schauen, ob wir nicht zumindest erstmal drüben die Ecke ausgeleuchtet kriegen. Irgendwie, dass auch die... Tante aus dem Schaukelstuhl verschwindet. Das wäre ja schon mal ganz praktisch. Weiß nicht, ob wir die Botschaft noch brauchen, dass wir nicht rauskommen. Kann nicht schaden. So. Vielleicht müssen wir auch hier vorne den Vorhang irgendwie zur Seite ziehen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Denn der ist ja voll im Weg. Probieren wir das mal. Kann ich den Vorhang...
Nee, ich kann den Vorhang nicht irgendwie benutzen, ne? Oder? Nee, das ist bloß die Uhr. Hm. Tja, was machen wir denn da? So, hier drüben muss ich aufpassen. Die Schrulle sitzt ja immer noch im Schaukelstuhl. Okay, aber worauf kann ich das denn ausrichten hier? Da drüben auf die Tür, aber was bringt mir das, ist die Frage. Konnte ich dort irgendwas machen? An die Kiste komme ich definitiv nicht ran. In dieser Nacht war ich kein Mensch mehr. Was stand da? Ich wurde zur Beute. Ja, das kann man so sagen. Es ist nicht so dunkel. Ich habe die Lampe drauf ausgerichtet. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, das hatten wir aber schon. Okay, dafür bringt mir die Lampe rein gar nichts. Ich muss sie irgendwie rüber gestrahlt kriegen. Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ich sehe halt sonst nichts, was wir hier irgendwie noch machen können. Lass mich in Ruhe. Ich müsste eigentlich nur die Vorhänge wegziehen, aber das kann man halt nicht machen. Das ist das Doofe. Vor allen Dingen ist auch immer gerade in den Vorhängen der Bildwechsel. Weiß nicht, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Lass mal kurz hier in die Richtung ausleuchten. Vielleicht können wir dort was machen. So, nicht vergessen, Sabotage. Elektrisches Licht tötet die Schatten. Diese finsteren Doppelgänger von Margaret haben es herausgefunden und sabotieren jetzt regelmäßig sämtliche elektrischen Geräte, sodass Sicherungen mitten in der Nacht durchbrennen. In diesem grausamen Spiel versuchen sie mich mürbe zu machen und es funktioniert. Ich schlafe fast überhaupt nicht mehr. Okay. Ah, hier! Ah, dankeschön. Wunderbar, und da drüben liegen sogar noch Streichhölzer rum. Habe ich gerade gesehen. Ich weiß zwar nicht genau wo, aber wir werden es bestimmt gleich noch rausfinden. Bis zum Schaukelstuhl komme ich nicht rüber, das ist schade. Dort liegen sie, kann das sein? Kann ich mal irgendwie einen Bildwechsel haben? Einen Perspektivwechsel? Ich sehe nicht, wo ich bin. Ah, okay. Hab sie erwischt. So, dann können wir jetzt auch die Truhe öffnen hier. Was haben wir denn da? Ein Schädel. Wo kommen eigentlich die ganzen Schädel her? Sind das echte Schädel? Ich weiß es nicht. Diese Bücher befassen sich mit der modernen Entwicklung der Mode. Hauptsächlich interessant wird vor allem der Schlüssel sein. Okay. Naja. Ernsthaft? Oh, du Bitch. Die traut sich was. Was? Oh, komm. Da ist die wieder da. Ernsthaft? Oh, ihr seid ein paar Schweine. Das gibt's gar nicht. Ich dachte, ich hab die getötet. Das ist echt fies. Oh, Mann. Ihr seid aber auch gemein, Leute. Da ist die auf einmal wieder da. Ich wollte noch schnell wieder Licht machen, aber wahrscheinlich sollte ich wirklich einfach fliehen aus dem Raum. Das ist wahrscheinlich das Beste an der Stelle. Gut, neuer Versuch. Diesmal wissen wir ja, was wir machen müssen. Jetzt sollte das ein Stück schneller gehen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in sie reinlatschen, unvorsichtigerweise. Okay. Lass mich in Ruhe. Du interessierst mich nicht. Hier, verschwinde. Weg mit dir. Blöde Kuh. Die Lampe ist sehr vielseitig einsetzbar hier in dem Teil, ne? In dem Raum, meine ich. Okay, ich schieb weg. Hm.
Ziemlich fies, ziemlich fies. Ich weiß halt auch nicht, wie weit mir die am Schaukelstuhl folgt. Wenn die bloß ein paar Meter hinterher macht und nicht hier in den zweiten Teil des Raums reinkommt, dann kann ich mir ja da eigentlich Zeit lassen und muss mir keine Sorgen machen. Aber ich weiß es halt nicht genau. Okay. Jetzt hier rüber. Ich nehme mal kurz noch die Streichhölzer wieder. Damit sind wir wieder bei 12. Alles klar. Rein ins Licht. Na dann. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft. Her mit dem Schlüssel. Und jetzt geht's los. Licht ist da. Sie scheint mich nicht gesehen zu haben. Das ist schon mal... Oh Gott, sie ist hier. Aber sie hat mich nicht direkt wahrgenommen. Das ist gut. Das Zimmer war wie ein langsam wirkendes Gift. Es war Zeit zu gehen. Okay. Natürlich ließ sich der Schalter nicht benutzen. Wer hätte das auch erwartet? So, irgendwas hier? Ah ja, hier liegt was. William Vespers Tagebuch, Auszug 22. 17. September 1923. Ich habe ein paar seltene Aufnahmen von Jelly Roll Morton, der Original Dixieland Jazz Band, Louis Armstrong und seinen Hot Five, Bessie Smith, Fats Waller, dem Fletcher Henderson Orchestra und Duke Ellington bestellt. Namen, die in meinem Kopf herumschwirren, seit ich diese Jazzplatten mit meinem Vater gehört habe, als ich noch bei ihm auf dem Schoß saß. Ich würde ihm so gerne sagen, was er für einen großen Einfluss auf mein Leben hatte. Nicht nur, weil mich diese Musik menschlicher gemacht hat, sondern auch, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, sie zu spielen. Ich habe mein Verlangen erfüllt, von Musik umgeben zu sein. Meine Kapelle widme ich dem Jazz, dem Licht. Lunare Kultfigur, Kongo, Stamm der Mbuti. Er hat wirklich alles getan oder alles untersucht, was in irgendwelchen Kulturen zum Mond gemacht wurde, kann es sein? Verschlossen. Dieser Ort war wie eine Festung. Ein Poster von The Selena's Show in Los Angeles vor 3 Jahren. Draußen wartete die Statue eine Ewigkeit lang darauf, sie zu verzehren. Selena war anscheinend erfolgreich und tourte durch Kalifornien. Anordnung der Planeten? Achso, Ausrichtung, ja, okay. Das Buch Ausrichtung der Planeten war erst kürzlich gelesen worden. Selena war 1936 durch 15 Städte Kaliforniens getourt. Okay, kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Nicht so wirklich, oder? Selena and the Frozen Sons, ihr 4. Album. Sie war ein Star. Die Frage ist, warum ist das Buch jetzt so entscheidend? Also können wir irgendwas mit dem Buch machen? Können wir das irgendwie anfassen oder so? Diese Bücher stammten von überall auf der Welt. William Vespers Tagebuch, Auszug 11. 24. März 26. Meine Finger tun weh. Ich trainiere jetzt ausgiebiger. Liszt, Chopin, Brahms, Rachmaninoff. Bis zum Abwinken. Das 3. Klavierkonzert schüttle ich bereits aus dem Ärmel. Mutter hat mich jahrelang damit gequält. Jetzt spiele ich es fast schon automatisch. Mit jeder gedrückten Taste ramme ich ihr ein Messer in den Bauch. Wenn die Technik mich langweilt, improvisiere ich einfach. Und jedes Mal fliegt mir dabei der Jazz entgegen. Ich spiele für eine imaginäre Geliebte. Eine Frau, die von Himmel kommt. Meine Finger schwirren über die Tastatur wie Glühwürmchen, die sich von Tag zur Nacht bewegen. Ich weiß, dass Luna mir zuhört, denn sie hört alles. Ich habe bemerkt, dass sie auf Variationen in meinem Spiel reagiert. Ihr Leuchten verändert sich im Rhythmus meiner Finger. Es ist wie ein Tanz. Ich habe echt Probleme, die Nachrichten hier zu lesen, weil alles in Großbuchstaben geschrieben ist. Also, das fällt mir irgendwie schwerer, als wenn es vernünftig in Groß- und Kleinbuchstaben geschrieben ist. Ich weiß auch nicht, ist ganz seltsam. Selena und William, Auszug 6. Zwischen Januar und September 1936 nehme ich ein paar Platten auf.
Morning Shadows und Snowborn, die ich dir geschenkt habe, und Harlem Moon live im Cotton Club. Die Presse ist begeistert. Das Komponieren fällt mir leicht. Ich treffe viele Leute, Reporter, Prominente. Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Aber Jims Label ist immer noch schwach. Die Konkurrenz ist groß und die Gangster hassen ihn, weil er sich nicht beugen will. Besonders Melanie St. Clair, genannt Lady, die den Bezirk in der Hand hat. Jim hat als Kind unter einem gewalttätigen Vater gelitten. Das sieht man an den Narben auf seinem Rücken und den Armen. Er hasst es, wenn Macht mit Gewalt durchgesetzt wird. Das macht ihn so wütend, dass er vergisst, wen er vor sich hat. In solchen Fällen sieht er nur noch seinen Vater, der ihm in seinen Träumen immer wieder gegenübersteht. Aber das ist kein Traum. Und er kämpft nicht gegen einen einzelnen Mann. Und dann sage ich ihm etwas, das alles verändern wird. Ich bin schwanger. Okay, haben wir hier noch was? William an Selina. Erster Brief. Liebe Selina, ich möchte dir noch einmal für die Spieldose danken. Ich habe einen schönen Platz im Wohnzimmer für sie gefunden. Ihre süße kleine Melodie habe ich in mein Hirn gebrannt, damit ich sie auch in meinen Träumen hören kann. Und für jemanden, der nicht viel schläft, sind deine nächtlichen Besuche ein Segen. Du bist der Talisman, der mich vor den Albträumen schützt. Du hast gesagt, die Serenade für ein Mondmädchen, die ich für dich geschrieben habe, hätte dich gerettet. Ich kann auch immer nicht glauben, dass du dir das Leben nehmen wolltest. Wenn meine Kunst, dieselbe Kunst, die ich für belanglos gehalten hatte, derlei Wirkung auf dich hat, dann schreibe ich weiter, um dein Leben lebenswert zu machen. Ich habe die Notenblätter in die Spieldose gelegt. So können unsere Stimmen bei Nacht im Bruch zusammen singen. William Vesper. Wir müssen also irgendwie die Spieldose unten im Erdgeschoss aufkriegen. Dann können wir wahrscheinlich Selina hierher rufen, kann das sein? Als ich spielte, vibrierte die Luft um mich herum. Danke, Selina. She jumped. To put an end to a dream she seemed sentenced to live again and again? To give me proof she needed me? Just like her, I wanted to escape. But I wanted to escape with her. And in one piece. Das kam unerwartet, dass sie sich darunter gestürzt hat. Ein Kleid am Rande der Leere. Selina hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Ihre Pein war endlos. Selbst der Tod wies sie ab. Dieser Selbstmord offenbarte etwas, das in ihrem Leben gefehlt hatte. Doch in dem Scheitern lag Hoffnung. Ich musste herausfinden, was sie retten könnte. Okay, hier können wir die Kerze anmachen. Das Klavier flehte mich an, die Musik zu spielen, die in der Luft lag. Ah, hier gibt's auch einen Sessel. Okay, ich habe mich gerade schon gefragt, ob es vielleicht einen gibt. Ja, ich hätte gern eigentlich nicht den Sessel, sondern, nicht die Streichhölzer, sondern ich würde mich gerne in den Sessel setzen. Ach, das ist gar kein Speichersessel. Mist. Hätte ich jetzt gut gefunden, ehrlich gesagt. William Vesper, der verlorene Sohn, der die Last der Familie auf den Schultern trägt. Ich freute mich darauf, meine Beine und meine Gedanken in diesem Sessel ruhen zu lassen. Hier haben wir also doch einen. Okay. Ich schaue nochmal ganz kurz hier drüben. Diese Regale waren wie ein Tribut für Philosophen und Wissenschaftler. Okay. Stapel von Büchern über das Komponieren von Klaviermusik. Feuer konnte ein Verbündeter sein, aber ich brauchte Holz. Okay, wir müssen also mal wieder Feuerholz finden. Eine afrikanische Maske. Anscheinend war jemand von den Vespers weit gereist. Schmeiß doch die Maske rein.
ist zwar vielleicht nicht sehr respektvoll der Kunst gegenüber, aber ich glaube, es gibt gerade wichtigere Dinge. So, na gut. Ist die Kerze jetzt schon wieder ausgegangen? Das ging schneller als erwartet. Na gut. Okay. Warum nicht? Wie oft klingt die Uhr jetzt? Und wo ist die Uhr überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen es uns beim nächsten Mal an. Ich werde jetzt die Aufnahme an der Stelle beenden und werde hier mal kurz speichern. Und wir werden dann beim nächsten Mal weiter schauen, werden uns hier noch ein bisschen umschauen, werden mal schauen, ob wir herausfinden, was für eine Uhr das denn war, die hier gerade erklungen ist. Und ob wir auf dem Balkon noch irgendwas finden, den Selina für uns geöffnet hat. Vielleicht den Schlüssel für die Spieldose unten. Damit wir an die Notenblätter kommen, die wir hier einsetzen können. Wäre eine Idee. Werden wir sehen beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und tschüss.